Einbildung ist die schlechteste Bildung. Es gibt Menschen, die sind gebildet, es gibt Menschen, die sind eingebildet. Es gibt Menschen, die denken, sie wären gebildet, dabei sind sie strohdoof. Und es gibt Menschen, die denken, wären nicht gebildet und sind dabei mega schlau. Bei den Menschen, die immer denken, sie wären gebildet, sind dabei eigentlich strohdoof. Es ist schwierig, denen das auch am Anfang irgendwie anzuerkennen, irgendwie anzumerken. Das merkt man erst, wenn sie Qualität leisten sollen und dabei Quantität geliefert wird. Und meistens ist es dann zu spät, dann sind sie teilweise unkündbar. Oh, eine fliegende Spinnenwebe hier. Und ja, hier wird man dann ganz, ganz schlecht los. Das ist dann so wie ein Ungeziefer, das an einen klebt, so eine Art Zecke. Und diejenigen, die eigentlich gebildet sind, die was können, die was wollen, die werden dann natürlich benachteiligt. Genau diejenigen werden dann benachteiligt, die eigentlich dafür nicht können, aber von den ungebildeten, gedachten Gebildeten in irgendeine Schublade gedrängt werden. Dieses Schubladendenken ist oft sehr, sehr negativ. Das endet meist in Diskriminierung und Ausgrenzung, weil man denkt, man ist schlauer als der andere. Macht dadurch viele, viele Fehler. Diese Fehler sind manchmal nicht mehr zu korrigieren und dann entsteht großer Streit. Deswegen haben wir auch diese Gerichte, die uns dann helfen sollen. Aber manchmal helfen auch die nicht, weil es nicht mehr möglich ist. Daher, bevor ihr etwas sagt, bevor ihr etwas macht, denkt vorher nach, ist das auch wirklich sinnvoll? Muss das auch wirklich sein? Oder könnt ihr den Mist, den ihr sagen wollt, oder denkt, nicht einfach sein lassen, so wie die Gebildeten? Weil die denken vorher nach, bevor sie etwas machen. Die versuchen schon zukunftsorientiert in eine Richtung zu denken, versuchen sämtliche Szenarien von Anfang an aus der Welt zu schaffen. Die Ungebildeten, die denken, sie werden gebildet, gehen mit dem Kopf durch die Wand, ohne zu wissen, was sie eigentlich erwartet. Klar, das kann man machen, wenn man sein Fach eigentlich relativ gut oder sehr, sehr gut versteht, dann kann man mit dem Kopf durch die Wand. Wenn man aber absolut keine Ahnung hat, dann sollte man das sein lassen. Am Anfang hättet ihr vielleicht Erfolg haben. Aber sobald es um Qualitätsarbeit geht, dann habt ihr ein großes Problem. Wir sehen es ja jetzt an unserer Regierung. Da wird mehr Quantität geliefert als Qualität. Das ist doch das beste Beispiel. Ja, das wollte ich mal zum Thema Einbildung ist die schlechteste Bildung mal so mitteilen. Kleiner Tipp: Erst denken, dann reden. Erst denken, dann handeln. Und nicht erst handeln und reden und dann erst denken, das kann ganz schnell in die Hose gehen.